Ja, die AI ist wirklich komisch manchmal. Die AI und die Performance, da hätten sie noch ein bisschen dran feilen müssen. Und vielleicht ein paar Quality of Life Sachen. Also gerade das zum Beispiel mit dem Flatten und Erhöhen. Zwei aufteilen. Weil wenn man sowas machen will, ist es teilweise doch ein bisschen unpraktisch. Da muss man wie hier an der Ecke oder hier in der Ecke ein bisschen schummeln. Oder es kommen solche Sachen dabei zustande, die man dann einfach nicht möchte. Aber sie sind halt da, man muss damit leben. Und ja, leider habe ich neulich auch gelesen, dass, so wie es aussieht, Sauropod Studios, also das Indie-Entwicklerstudio aus Kanada, war damals Baker natürlich, weil mich dieses Spiel so sehr interessiert hat, also Castle Story, dass ich unbedingt dafür baken wollte. Die 12 Dollar waren es mir wert. Ja, dass das Entwicklerstudio dicht gemacht hat, weil ihr zweites Spiel halt komplett gefloppt ist. Und sie kein Geld mehr hatten. Deswegen wird es auch wirklich nie wieder ein Update für Castle Story geben. Schade darum. Aber ja, auf der anderen Seite bin ich frohen Mutes und ja, ich weiß, ich sollte keine Schleichwerbung in meinem Let's Plays machen. Vor allem nicht für andere Spiele. Aber wahrscheinlich, wenn ihr das hier seht, ist... Ja, ist irgendwann Mitte Januar. 2021. Und ja, einmal kommt Ende Januar Stronghold Warlords raus, auf das ich echt gespannt bin. Was für mich mal wieder nach einem guten Stronghold aussieht. Also ich habe die Demo davon gespielt und mir Entwicklervideos angesehen. Und ein anderes interessantes Burgbauspiel, sage ich jetzt einfach mal, was im Februar rauskommen wird, auch ein Indie-Spiel, ist Be Castle. Falls ihr es euch mal angucken möchtet. Also ich werde jetzt hier keine Links verlinken. Ich werde vielleicht, wenn ich mal dazu komme, also wenn die Spiele draußen sind, mal Let's Tests oder Let's Shows dazu machen. Weil ihr kennt mich ja, Spiele, die mich interessieren. Entweder werden sie Let's Play, wenn ich Zeit habe, oder sie kriegen wenigstens ein Let's Show oder Let's Test, damit ihr auch was davon habt. Ah ja, wir spielen gerade Castle Story. Wollen hier unsere Burg bauen, für die wir viel Fläche brauchen. Also ja, die Fläche da dürfte ausreichend sein. Wir wollen halt gucken, dass wir eine schöne gerade Fläche haben. Eine gerade Ebene, auf der wir bauen können. Und ja, es gibt zwar noch kein Vorher-Nachher-Bild, aber es sieht schon ziemlich anders aus als am Anfang. Und da ist wieder Verschwendung.
Wir haben sie eigentlich das Loch da hingekriegt. Hey, wie haben sie. Stand einer hier und hat da durchgegraben? Wie auch immer. Er schleppt immer noch Holz. Das heißt, noch gibt es zwei Plätze, aber nicht mehr so viele. Gerade mal noch 7, gleich nur noch 6. Das heißt, 3/4 hat er schon hinter sich dann. Und ja, es sieht auch hier ein bisschen leerer aus. Und ich dachte gerade, das Spiel wäre stehen geblieben. Nein, wir haben nur Leck. Was gibt das schon wieder? Meine Güte. So, 4 Stämme noch, dann kann er wieder beim Flatten helfen. Wir sind auch gut dabei, wieder unseren Steinvorrat aufzufüllen. Ach ja, und den hier können wir abreißen, den Quarry. Der ist immer noch irgendwie da geblieben.
Naja, ich habe auch keine Ahnung. Irgendwie habe ich so das Gefühl, als ob das Gras wachsen würde hier. Aber dann doch auch wieder nicht. Hier wächst jedenfalls kein Gras mehr auf der tristen Erde. Und ja, wir sind bei 29 Stunden. Mal sehen, ob wir das hier in einer Stunde noch gefüllt kriegen. Also natürlich nicht in dieser Aufnahmesession, aber in dieser Stunde. Also bis wir bei 30 Stunden sind. Na, bin mal gespannt, wenn er das aufgefüllt hat, ob er dann noch drei hier auf die Hackflöcke bringt. Das wäre praktisch. Ja, so wie es aussieht, sieht er das nicht als Arbeitsplatz an. Schade. Weil er geht zu langsam, er läuft nicht mehr. Er geht nur noch. Na gut, dann darfst du wieder füllen helfen. Es ist aber schon mal praktisch, dass er hier weggeräumt hat als erstes. Da, wo noch die Bäume fest sind, da können wir nämlich leichter sprengen, ohne das ganze Zeug wegzusprengen, was schon lose ist.
Die leisten ja auch gute Arbeit beim Abtragen. Der Teil wird wahrscheinlich wieder etwas schneller gehen, weil er kleiner ist. Und auch nicht so hoch teilweise. Ja. Füllarbeit ist aber, wie gesagt, noch ein gutes Stück. So, können wir hier noch um zwei Reihen verschieben. Und wieder leck. So, das Fitzelchen da noch auffüllen. Und dann gehen wir nach oben. Weg. Können wir eigentlich jetzt schon anfangen, so nach oben wegzugehen? Gut, ich würde aber sagen, wir speichern hier jetzt mal. Und dann gibt es erstmal einen Cut.
Also, bis gleich.